Guten Abend, Rollo. Moin. Moin. Rollo, was trinkst du? Angesichts dessen, dass Fidel Castro 90 geworden ist, Cuba Libre. Stark. Ich nehme auch ein. Lieber Wolf, würdest du uns zwei Cuba Libres machen? Einen, glaube ich, ohne Limette, ne? Ja, richtig. Das ist mir zu irgendwie sauer. Okay, gut. Rollo, pass auf. Uns haben heute Schreckensnachrichten erreicht. Gegen durch alle Medien. Du hörst nach der kommenden Saison auf. Was ist los? Ja, irgendwann ist ja mal gut. Ich habe vor 3 Jahren mit meinem Chef auf dem Flughafen geredet. Da haben wir uns getroffen, zufällig. Da sagt er, Rollo, wie lange willst du noch? Dann habe ich gesagt, ja, ich rechne mal eben kurz. Also bis zum Ende der Legislaturperiode. Also bis zum Ende der rechten Periode. Die endet 17 im Sommer. Und ja, so machen wir es, hat er gesagt. Und jetzt hatten wir noch ein Treffen. Der Sender präsentiert auch ab nächster Saison was Neues und will auch einen Cut machen. Haben sie mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will auch einen Cut machen. Und ich züchte keine Rosen, das mal vorweggenommen. Das ist beruhigend. Pass auf, wir stoßen erstmal an. Und ich glaube so rum, genau. So, Prost. Auf dich. Prost. Und auf euch alle, die ihr hier seid. Ja, Prost. Ja, ich wollte das auch heute, weil gestern ein Workshop war mit allen Mitarbeitern und ich habe denen gesagt, dass ich das anders möchte, als ich das erlebt habe, aus zweiter, dritter, vierter Hand oder aus den Medien, was zu erfahren. Ich sage es euch zuerst und das fand ich, glaube ich, auch ganz gut. Und wie hast du es denen gesagt? Hast du eine Rede gehalten? Ja, so ungefähr 2 Minuten, 2:30 und ich glaube... Fernsehbeitraglänge. Ja, ich will ja nichts sagen, aber ich habe so von meinem Gefühl her gedacht, das war meine gelungenste Ansprache bislang überhaupt. Und dann kamen mir nachher fast die Tränen, weil dann war es zu Ende, Riesenapplaus, okay, da kommt man ja noch mit rechnen. Und dann sind die alle aufgestanden. Ich dachte, wie beim Fernsehpreis, warst du Rudi Carrell fürs Lebenswert. Standing Ovations. Und da muss ich sagen, also... Das war nahe dran. Also das du hast fast geweint. Ja, und heute gleich nochmal, weil ich habe über Facebook und Twitter und so viele, ich würde schon fast sagen, Liebesbriefe gekriegt. Also, nur deshalb hast du das gestern verkündet, um die Liebesbriefe zu bekommen und jetzt sagst du mir aber, dass du doch weitermachst. Das wäre schön. Ich mache ja weiter, aber ich glaube nicht da, weil das ist zu Ende und irgendwann ist auch gut. Und als ich da rausging im Juli, 5. Juli war es, blauer Himmel in München. Und du glaubst es nicht, das war für mich so ein Gefühl von Freiheit. Wenn du dein Leben lang immer kritisiert wirst, also mit Kritik meine ich positiv und negativ, ne? Also jeden Montag und dann auch in der Öffentlichkeit der Kritik unterstehst, dann denkst du, wow, jetzt ist gut. Okay, aber da steigen wir doch mal ein, denn was du immer gesagt hast, ist, dass es tatsächlich ein absoluter Traumjob ist, in den großen Stadien der Welt zu stehen und die Fußballer, Trainer, Funktionäre zu interviewen. Ich würde es auch gerne machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sagst du so auch, es ist ein Traumjob. Bereitest du dich auf alle möglichen Eventualitäten vor und rechnest vielleicht auch mal mit krassen Reaktionen? Wie gehst du überhaupt daran an deinen Job? Also mit 5 Fragen in einer Frage hätte ich nicht kommen dürfen, um das mal so zu sagen. Ich geh in die Schule, Rolf Fuhrmann. Ich beantworte erstmal die erste. Das ist ein absoluter Traumjob und ich habe immer ein super Beispiel dafür parat auch, weil es gab mal vor etlichen Jahren im Winter in Rostock an einem Sonntagnachmittag gegen Gladbach 0-0, eine etwas
spektakuläre Szene, möglicherweise ein Handspiel, das war alles. Und in der 60. Minute, ich wurde von allen Seiten eingeschneit, Schneetreiben. Da dachte ich, Rollo, was machst du hier eigentlich? Und dann, im nächsten Augenblick, dachte ich wieder, und da war es auch für mich klar, es gibt so viele Menschen, die würden ihr letztes Hemd dafür geben, das machen zu können, was ich mache. Und wenn ich bedenke, dass ich Champions League, Barcelona gegen Chelsea oder sowas gesessen habe, dass ich die Stars alle hautnah vor mir habe, dass ich viele, viele, also in der Bundesliga eigentlich auch alle, kennen und die mich, dann würde jeder, wahrscheinlich auch von euch, alles für geben, um das erleben zu können. Ich weiß es ja von den Fans. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist ja alles gut. Und ich werde ja auch noch bezahlt dafür, ne? Das kommt ja noch. Das ist das Schöne. Ich stelle eine Einzelfrage. Hat dich mal irgendwas aus der Fassung gebracht, als du jemanden interviewt hast? Bei Thomas Schaaf musste ich immer aufpassen, dass ich nicht aus der Fassung komme, weil der guckte dann so komisch immer. Und da wusste ich ganz genau, wie ich muss da mal irgendwie so charmant die Kurve kriegen. Aber mag der dich nicht? Doch, aber das ist ja auch so. Ich meine, das war Mannheimer, aber norddeutsche Mentalität. Da muss man, ich als aus Friese weiß ich ja, was los ist. Aber Hüb Stevens, das war schon also aus der Fassung. Außer dieser Schalker-Geschichte, ne, aber die müssen wir nicht wieder erzählen. Aus der Fassung haben mich eigentlich zwei Sachen gebracht. Einmal, als ich verkünden musste, ohne dass irgendjemand das schon wusste, außerhalb, dass Baba Grafati einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Ein Schiedsrichter und das Spiel deshalb ausfiel. Und ich habe dreimal gefragt nach dem Schalke-Erlebnis, ob das auch so ist. Und pass auf, dazu kommen wir gleich noch, aber mach erst mal. Das war die eine Geschichte und die andere war mit Hüb Stevens. Wolfsburg HSV, 4-4 oder 3-3, weiß ich gar nicht mehr, aber 4 rote Karten. So, und ich stehe da mit Stevens und so und dann sagt, wollen wir uns die roten Karten nochmal angucken und so weiter? Nee, brauchen wir nicht, sagt er dann. Ne? Ja, ich sage, doch, lass mal schauen, ne? Vielleicht sind sie anderen mal. Ich weiß sowieso, dass es keine waren. Ne? Ja gut, dann gucken wir da mal. Siehst du doch, das ist keinen Sinn. Das ist kein Rot. Was sagst du denn? Ja, so, ich sag, das ist rot. Das, und dann fuhr er da hoch und so, und dann habe ich ihm nur gesagt, das Schöne ist ja, dass wir in einer Demokratie leben und jeder sagen kann, was er denkt und so. Ne? Das war so mein Erlebnis. Und daraufhin, ein paar Wochen später, hat er mich dann kurz auflaufen lassen. Da sagte ich dann, ja, was ist mit den Holländern los? Sag, ich habe keine Holländer. Oha. Bei mir im Kopf, ratatatatatatan. Kurz, wieso sind das Belgier oder so, ne? So, das geht ja in einer Geschwindigkeit. Ich sag aber, die drei spielen doch. Ja, ich habe keine Holländer. Und ich ahne es. Guckt ihn nochmal. Dann sagt er, Niederländer. Ja, sag ich, Holland sagt hier in Deutschland jeder, ist eine Provinz in den Niederlanden. Aber also das war so ein Moment, wo du, also wenn du nicht aufpasst, aus der Fassung kommst, ne? Und ja, sag mal, magst du irgendjemanden nicht? Jetzt kannst du es ja sagen, ganz im Ernst, jetzt hörst du in einer Saison auf, jetzt lass mal raus, wen magst du nicht? Also, ich mag nicht Despoten. Oh nee, komm, findest du nicht irgendjemanden doof? Irgendeinen Spieler, irgendeinen Trainer? Okay, ohne den Namen zu nennen. Nee, ich finde die eigentlich auf irgendwie alle interessant, auf irgendeine Weise. Ob Poldi oder Ayrton oder, das waren ja auch geile Interviews, ne? Das muss ich ihm erzählen. Ich bitte darum. In kurz, wir haben noch viel vor. Ja, du. Takahara beim HSV spricht ja, naja gut, eigentlich japanisch, ne? Gut, und und dann stellt Jörn Wolf, der Pressesprecher vom HSV, mir Takahara hin vor etlichen Jahren. Ich sag, Jörn, in welcher Sprache? Ne? Ja, macht das, ne? Ja gut, ich denke mir, der spielt jetzt Weltmeisterschaft. Ah ja, 2-6 war das, vor der Weltmeisterschaft. Ich sage, Takahara, tolles Tor, werden Sie jetzt noch Torschützenkönig oder irgend sowas, ne? Ja. Takahara, Tor. Na gut, ne? Dann zweite Frage bei der WM, was erwarten Sie? Oh, Takahara, Tor, gut, Tor, so. So, ich sage, Dankeschön, ist aufgezeichnet worden. Ich zum Ü-Wagen, ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. Ich renn rein, ich sag, ihr habt ja Interviews. Das mit Takahara natürlich nicht. Sagen die, das läuft gerade.
Ich denke, das kann doch nicht angehen. Ja, sowas. Am nächsten Tag in der Ponybar beim Abaton, der erste Bekannte, den ich da treffe. Oh, Takahara, Tor, Tor. Sehr schön. Ja, das ist ein Applaus wert. Wir müssen jetzt aber doch, ich meine, es sind im November übrigens 25 Jahre, die du Field Reporter bist, und da muss man trotzdem nochmal die Geschichte auspacken. Ich habe es ja schon gesagt, wir wollen es hören, aber deinen ersten Einsatz erzähle ich dir jetzt. Du bist 7-mal auf Klo gerannt, als du Ottmar Hitzfeld damals für Dortmund interviewen musstest. Das können wir jetzt aussparen, genau, das können wir jetzt aussparen. Aber richtig bekannt geworden bist du den Zuschauern, ja, so richtig berühmt geworden durch deinen Einsatz am 19. Mai 2001. Also wir haben die Saison 2001 und es gibt bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schalke und Bayern. Es ist der letzte Spieltag und Rolf Fuhrmann ist im Schalker Parkstadion und wir hören mal rein. Ja, und ich bin so glücklich, liebe Schalker. Ich habe euch für 4,5 Minuten zum Meister gemacht. Ich weiß nicht, wann ihr es wieder werdet. Ich hoffe ja darauf, dass die Retourkutsche, weil sie immer sagen, Meistermacher, aber inzwischen... Die meisten, ich glaube, die haben ja alle verziehen. Der Hauptschuldige war in ihren Augen auch Merck und Schober, dass er den Rückpass annimmt. Naja, aber die Geschichte, sie wäre natürlich rund, wenn, was ja auch keiner glauben kann, irgendwie am Ende der Saison Schalke die Chance hätte, Meister zu werden und ich dann natürlich bei dem Spiel wäre, ne? Das wäre der Knaller. Aber ich fasse jetzt einfach nochmal für dich zusammen. Und zwar stand es dann 5:3, Schalke gegen Unterhaching. Und Bayern hätte einen Punkt gebraucht, aber der HSV führte mit 1:0. Du sagst also... Ja, in der 91. Minute. Ach, jetzt willst du doch. Erzähl, los. In der 91. Minute. Ja. Und dann der Ablauf. Also pass auf, der Ablauf war ganz kurz. Die Videowall übrigens, die war noch nicht an, ne? So, und feiern und so in dem Stadion, der Platz wurde gestürmt, Feuerwerk. Weil du gesagt hattest, in Hamburg ist wohl aus. Nein, da war noch gar nichts. Dann habe ich gefragt, auch rum im Stadion, was ist denn los, ne? Der Ü-Wagen, nichts gehört, nichts gesehen, warum auch immer. Und dann stürmen die den Platz und entzünden das Feuerwerk, weil da ja letzter Spieltag überhaupt im Parkstadion war. So, und dann denke ich, ja gut, wenn aus ist, ne? Und dann lassen die mich vom Ü-Wagen Interview mit Andreas Müller dazu machen, ne? Und ich beglückwünsche ihn natürlich, ist ja auch für 4,5 Minuten gilt das ja auch, aber so, und dann geht die Videowall an, nach dem Interview, und da sehe ich einen Freistoß von Herrn Andersen, und ich dachte, ich gucke nicht richtig, und dann geht er auch noch rein, und dann dachte ich, ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bayern gleicht aus und Bayern ist Meister. Aber Schalke war 4 Minuten Meister. Wir haben rausgefunden, Peter und ich haben rausgefunden, du könntest dir vorstellen, Reporter, Coach zu werden. Was würdest du denn den Leuten als Wichtigstes beibringen? Lernen zuzuhören. Das ist ganz schwer. Erstmal sowieso zuzuhören und darauf eingehen und nicht dauernd so, wie manche das Interview immer machen, so, ne? Interview, beide im Bild und wir gucken die nächste Frage an. Wenn man Gespräch macht, dann macht man ein Gespräch und guckt sich an. So, das ist das Erste. Das ist schwer genug. Und dann offene Fragen stellen. Und nicht erst, es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, ja, Herr Mayer, das war ja ein schlechtes Spiel, ne? Über die rechte Seite lief gar nichts und so weiter und hinten waren sie auch nicht ganz dicht und so. Dann sagt Herr Mayer, junger Mann, was für ein Spiel haben Sie denn gesehen und so weiter. Ne? Also keine Behauptungen aufstellen, das interessiert den Zuschauer auch nicht. Der Zuschauer möchte nicht wissen, was ich sage, sondern was mein Gegenüber sagt. Der Befragte, der Trainer, der Spieler. Es gibt eine Ausnahme, dass wenn ich direkt gefragt werde, so wie bei Hübsch Stevens, war das denn für dich rot? Dann sage ich natürlich ja, dann sage ich, nee, weiß ich nicht oder so. Du, und wenn ich dich jetzt in einem Jahr ablöse, die neue Rolli Rollo, kann ich fragen, wie fühlen Sie sich oder woran lag's? Darf man das noch fragen? Woran lag's könnte noch als leicht satirische Formel durchgehen. Wie fühlen Sie sich nicht? Das lasse ich weg, alles klar. Wir gucken jetzt gleich mal, inwieweit Peter das Ganze umsetzen kann, was du uns hier beibringst. Und ja, Rolle und ich, Rolle und Rolle, geben ab zur Bar. Und dazu gibt es Musik, das Horse with No Name Orchestra. We'll be right back.
Tja, offene Fragen. Also die Latte liegt hoch. Mal gucken, ob ich das schaffe. Er hat viele Stimmen, viele Gesichter, viele Talente und heute viel Zeit dafür, mit mir darüber zu plaudern. Schauspieler, Schriftsteller, Sprecher, Marek Erhardt. Herzlich willkommen bei Doktor. David. Marek, du bist an einem 9. Mai geboren, bist damit... 1981, ja. Ja, das ist sicherlich richtig. Das ist das Sternkreiszeichen Stier. Glaubst du an Horoskope? Also ich bin da relativ pragmatisch, wenn mir das Horoskop gefällt. Ah, das testen wir gleich. Ja, also ich lese das und wenn ich dann sage, ja, ist super, dann lese ich es am nächsten Tag nochmal. Also das nicht das vom gestrigen, das macht ja keinen Sinn. Aber das vom, und wenn es dann irgendwann doof ist, dann lasse ich es. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, so seit einem Jahr lese ich keine Horoskope mehr. Aber du kennst doch die Zuckertüten, die es gab mit positiven und negativen Eigenschaften, die man immer zum Kaffee dazu bekommen hat in Cafés. Erinnerst du die noch? Diese kleinen Zuckertütchen, wo immer drei, nee? Ja, ich bin 81 geboren. Gab es die nur in Bayern oder was? Ja, muss es in Bayern geben, muss sowas. Ach du, ah, das war dieser Jahrgang 19. Ja. Genau. Ich habe dieses Zuckertütenspiel schon mal mit an Sophie gemacht und mit Holger Stanislawski, mit dem übrigens du auch in einer Schule warst. Stimmt das? Ja, als großer HSV-Fan war ich mit einem St. Pauli-Spieler und späterem Trainer in einer Klasse. Und ich, was ja viele nicht wissen, ich musste seine Hausaufgaben immer mitmachen. Weil, nein! Ja, weil Holger immer mit der Jugendnationalmannschaft unterwegs war. Und ich hatte gehofft, wenn der dann irgendwann einen riesen Profivertrag kriegt, dass er mich da mal auszahlt. Bis heute laufe ich meinem Geld hinterher. Aber du könntest doch bei Rewe umsonst aber deswegen, einkaufen. Aber bei Rewe lässt er immer einen springen. Ah! Da gibt's dann immer mal eine Scheibe Wurst für die Kinder. Oh. Da ist er richtig großzügig. Und ja, und auch so fast abgelaufene Sachen darf ich dann auch mal mitnehmen. Es geht doch nichts über gute Freundschaften, die schon auf den Schulbänken begonnen haben. Also zum Zuckertütchenspiel. Drei Eigenschaften, mit denen der Stier charakterisiert wird. Der Stier sei gelassen. Gelächter im Publikum. Jein. Danke. Der Stier ist treu. Jein. Er ist Realist. Ja. Das waren die positiven Eigenschaften. Ja. Möchtest du die negativen? Ja, klar. Okay, ja. Pass auf. Phlegmatisch? Nö. Eifersüchtig? Nö. Stur? Nee, jetzt siehst du aber, warum ich diese scheiß Horoskope nicht lese. Sehr stur, schön, stur, doch, ja. Auch. Jein. Ich habe ein Ja aus dem Publikum gehört. Ich weiß nicht, wer von dir da sitzt oder sind das bezahlte Leute von uns? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube ganz einfach. Ja, irgendwo sind so bestimmte Fragmente eines Horoskops sicherlich in jedem vertreten. Trotzdem bist du auch irgendwie, ist man selbst und geht ja auch in bestimmten Situationen mit bestimmten Dingen einfach ganz speziell um. Und auch ich bin reifer geworden. Mit meinen jetzt 47, ich habe sie angelogen, es war nicht 81. ich weiß, sie haben es mir geglaubt, aber es ist. Und bin reifer geworden und ja, bin auch gelassener geworden. Also es gibt ja so wunderschöne Sprüche, dass man einfach Sachen, die man nicht ändern kann, wirklich nicht ändern kann und die man einfach akzeptieren sollte. Und das tue ich und deswegen sitze ich heute auch hier. Sehr schön und darüber freuen wir uns. Und was wir nicht ändern können, ist natürlich einmal ganz kurz zu sprechen über diese Wahnsinnsfamilie, aus der du kommst. Ihr seid ja alles Künstler, wenn ich da so lese. Dein Vater, Gero Erhardt, hat viele ZDF-Serien gemacht, das Erbe der Guldenburg, Sterik, hat die ZDF-Weihnachtsserien, mit denen ich aufgewachsen bin, gemacht. Oliver Maas, Patrick Packard, Nesthäkchen. Weißt du eigentlich, dass ich mich bei deinem Vater, als ich 10 war, beworben habe mit einem Freund? Weiß ich, und er hat dich abgelehnt und ja. Daraufhin bat mich mein Vater jetzt letzte Woche, geh doch dann jedenfalls in seine Talkshow. Na, danke schön, Gero. Danke, das reicht. Da ist ein Kind in Bayern sehr, sehr traurig gewesen. Naja, gut. So, und dann haben wir natürlich noch deinen Großvater, der zusammen, würde ich sagen, mit Loriot, einer der größten Komödianten Deutschlands war und immer noch ist, Heinz Erhardt. Der ist 1979 gestorben, da warst du 10 und hat aber 1971 mit schwerer Krankheit da niedergelegen, Schlaganfall. Wie hast du denn deinen Großvater in Erinnerung? Ja, das ist ganz schwierig, weil es ist übrigens mein Lieblingsthema. Ich weiß, aber ich habe nur 2 Fragen dazu. Macht gar nichts, ist in Ordnung, das war ja auch so abgesprochen. Also, ich bin 69 geboren, 72 hatte er seinen Schlaganfall, war halbseitig gelähmt und hat als eine Person, die über die Sprache sich ausgedrückt hat, die kommuniziert hat, die mit der Sprache gelebt hat,
die die Sprache eigentlich in der damaligen Zeit auch neu geformt hat, die Sprache verloren. Das heißt, ich habe im Endeffekt einen sehr kranken Großvater erlebt, wusste aber, dass da ein irrsinniger Hype gemacht wurde. Und ich weiß noch, er hat dann irgendwann 76, glaube ich, das Bundesverdienstkreuz von Helmut Schmidt verliehen bekommen. Und wie das dann immer so schön ist, ich war halt der einzige Sohn vom Sohn. Und dann wurde ich also nach vorne geschoben, so nach dem Motto, ja komm, geh mal zu Gropi, er hieß Gropi für uns, Großpapa, auf den Schoß, das macht ein gutes Bild. Und dann gab mir Helmut Schmidt so die Hand, streckte sie mir entgegen, habe ich ihm die irgendwie weggegeben und habe dem so weggeschubst. Und deswegen stimme ich jetzt auch übrigens für den Hamburger Flughafen. Also um mich da jetzt auch im Nachhinein dann auch zu revanchieren. Nein, aber es hat mich nicht wirklich gefixt damals. Und ich bin dann irgendwann, glaube ich, wie viele andere auch einfach ein Fan geworden. Gibt es einen Film, den du von ihm ganz besonders empfehlen kannst oder den du sagst, den kann ich mir immer angucken? Ja, wollen wir es anders sagen. Was ich überhaupt nicht empfehlen kann, sind diese ganzen Farbfilme nachher von ihm. Die waren eine Katastrophe. Die ganzen Schwarz-Weiß-Filme, Drillinge an Bord, Witwer mit 5 Töchtern, Vater, Mutter, 9 Kinder, das sind natürlich Klassiker. Und die kannst du dir am Sonntag super gerne mal anschauen. Und ich finde es vor allen Dingen schön, dass das mal wieder eine Form der Unterhaltung ist, die mal so ein bisschen weg ist von dem, was wir ja eigentlich tagtäglich an Comedy in der Öffentlichkeit erleben. Mein Lieblingsfilm ist übrigens wahrscheinlich einer dieser Farbschinken. Ich habe ihn zumindest farblich in Erinnerung. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Da mochte ich... Das ist natürlich super. Bill Ramsey. Ich singe nicht, keine Sorge. Nein, ich wollte dich auch nicht auffordern, keine Sorge. Aber das ist ein toller Film. Letzte Frage zur Familienconnection. Ihr hättet die Chance, alle drei Erhards, Papa, Großvater und du, einen Film zu machen. Wie würde der aussehen? Ganz schlechtes Thema gerade. Okay, dann switchen wir doch zu einem anderen Thema, nämlich zu dem, dass du bereits mit 22 Jahren in das Schauspielgewerbe eingestiegen bist. Und zwar Freunde fürs Leben hieß die Serie, auch im ZDF. Und du hast dich als Anfang 20-Jähriger gleich mal 8 Jahre in so einer Serie verdungen. Hat die dir einfach nur die Miete bezahlt oder war das einfach zu dem Zeitpunkt auch cool, zu sagen, ich mache eine Serie? Also, der Erfolg von Freunde fürs Leben gab mir im Nachhinein natürlich recht. Da sind wir wieder beim Thema Gelassenheit. Ich war nie einer der Schauspieler, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich drehe einen Kinofilm nach dem anderen, nächstes Jahr bin ich in Hollywood, dann gibt es einen Oscar. Keine Sau wartet in Amerika auf mich. Natürlich muss ich meine Miete verdienen. Natürlich will ich meine Miete verdienen. Ich will auch ein gutes Leben führen. Und Serie heißt Geld verdienen. Das ist bei uns Schauspielern so. Ich sah das relativ entspannt. Und es war einfach eine tolle Serie. Es war ein Straßenfeger. Es war damals, ich werde es nie vergessen, dass als Freunde fürs Leben lief, das war ja die Nachfolgeserie der Guldenburgs, wurde gerade dieser verkaufsoffene Donnerstag eingeführt. Und Freunde fürs Leben lief am Donnerstag um 19.25 Uhr. Und als dieses Gesetz in Kraft trat, hat das ZDF eine irrsinnige Panik bekommen, weil natürlich die Leute nach gelächzt haben, bis 20 Uhr einkaufen gehen zu können, weil sich die Zeiten natürlich geändert haben. Und haben Freunde fürs Leben dann fürs Samstagabendprogramm produziert. Und deswegen werde ich auch diese Serie so für mich nie wieder vergessen. Die Serie hat natürlich sehr viel Tragiken gehabt. Ein Kollege ist sehr schwer an Krebs erkrankt, ein anderer ist in den Knast gegangen, der andere, es sind mehrere schon verstorben, der andere ist in der Sekte verschwunden. Also, also das ist schon, die Serie hat schon sehr geprägt und bis heute, als Deutschlands erste einzige männliche Sprechstundenhilfe, die ich damals war, kriege ich ganz schnell einen Termin, obwohl ich, na gut, ich bin privat versichert, aber auch so komme ich relativ schnell ran. Rüdiger Kissling war das, so hieß die Rolle. Genau, Rüdiger Kissling. Genau. Hast du erstmal Serien pausiert und beziehungsweise, dass du längere Zeit in der Serie gespielt hast. Die nächste längere Serie ist ja Da kommt Kalle, auch wieder ZDF. 2007 war das. Dazwischen waren Großraumrevier, sag ich schon, Großstadtrevier, das Traumschiff. Und du hast 2004 angefangen beim Hamburger Sportverein als Stadionsprecher für 4 Jahre zu arbeiten und bis 2006 während unserer Heim-WM sogar zum Stadionsprecher der WM gewählt worden und durftest dann nach Berlin und das Finale moderieren. Wusstest du von so einem Casting? War das klar? Nee, also wir wussten alle, dass das Finale noch offen war. Und es passiert, also Finale und Spielplatz 3. Und es passierte Folgendes, ich hatte das letzte Spiel Italien gegen Ukraine im Stadion in Hamburg und ich werde es nie vergessen,
Ich war ja auch für die Auswechslung zuständig, also nicht, dass ich sie bestimmt habe, aber dass ich sie auf jeden Fall ankündigen müsste. Wobei manche hätten sich da sicherlich auch drüber gefreut. Und Totti wurde also ausgewechselt. Ich habe mir gesagt, Mann, was kann mir Besseres passieren? Ich habe einen geilen FIFA-Anzug an und Totti kommt da gerade vom Platz. Ich fand den cool. Gehst du mal hin und sagst, ey, sag mal, wollen wir vielleicht tauschen? Also du kriegst mein Hemd und ich krieg dein Hemd. Und er guckt mich an und sagt, macht also wirklich nur so den Wischer vorm Gesicht und geht in die Kabine. Und da habe ich mich wirklich richtig aufgeregt innerlich und habe gesagt, du Arschloch, ich habe mir wirklich jeden Mut zusammengenommen, dich zu fragen, ob ich dein Trikot haben kann. Und du lässt mich hier so stehen. Naja, Spiel ist zu Ende, ich sitze auf der Trainerbank vor den Italienern, die dann schon runter waren und habe nur über Totti geschimpft innerlich. Und wer klopft mir auf einmal hinten auf die Schulter? Totti. Kam raus ein mit seinem Trikot in einer Plastiktüte, in einer durchsichtigen, eingeschweißt, so eine Adidas-Tüte und sagt, klopfte mir so auf die Dings, sagt, good guy. Und dann haben wir noch ein Foto zusammen gemacht und jetzt hatte ich ein Riesenproblem. Ich habe stundenlang über den geschimpft. Ich habe dem alles gewünscht. Und auf einmal, da kannst du ja auch nicht Entschuldigung sagen, hat's ja gar nicht mitbekommen. Und dann ist er in die Kabine und dann klingelte mein Handy und dann passierte mir ein Riesenfauxpas, der mir Gott sei Dank aber keinen Schaden angerichtet hat. Ein Mensch von der FIFA war da und sagte, ja, grüß Gott, Herr Ehrhardt, hier ist so und so von der FIFA. Wir haben jetzt, also wir haben Sie jetzt ausgewählt. Was machen Sie denn am Samstag? Und ich wusste, Samstag ist Spiel Platz 3. Und da rutschte mir wirklich raus, nee, auf Platz 3 habe ich keinen Bock. Und er sagte, nein, nein, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir fangen fürs Finale zu proben am Samstag. Sie müssen dann nur am Freitagabend nach Berlin kommen und dann können Sie das Spiel dann am Sonntag moderieren. Auch da hatte ich wieder die Arschkarte gezogen, weil ich habe auch diesem Typen gesagt, was rufst du mich wegen Platz 3 an? Also, es war alles eine ganz tolle Fügung und ich muss ehrlich sagen, ich meine, bei dem Finale, leider war Deutschland nicht dabei, im Stadion, im Berliner Olympiastadion zu sein und das als Stadionsprecher machen zu dürfen, war ganz, ganz toll und bin ich bis heute dankbar. Jetzt werden wahrscheinlich einige, die uns zuschauen und vielleicht auch hier im Publikum gedacht haben, also diese Stimme kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Also nicht nur, dass man dich kennt eben aus der Serie, sondern natürlich auch deine Stimme. Du bist unter anderem von Benicio del Toro, die Synchronstimme. Johnny Depp war auch dabei. Du machst wahnsinnig viele Werbungen, zum Beispiel für einen großen Elektrikfachhandel hier in Deutschland oder für Alkohol. Oder für Tankstellen. Oder für Tankstellen. Und du machst auch Kinotrailer, die du sprichst. Also man geht ins Kino und dann laufen immer die Trailer voll und so. Und jetzt würde ich dich nämlich einmal bitten, unsere nächsten Gäste anzukündigen. Ja, Marek, das kommt ja total überraschend. Guck mal. Und jetzt vom Hamburger Kiez der neue Blockbuster mit Gänsehautgarantie von Angesicht zu Angesicht in den Hauptrollen Astrid Rolle und Kiezgröße Kalle Schwänzen. Hier sind wir von Angesicht zu Angesicht. Einen schönen guten Abend, Kalle. Einen wunderschönen guten Tag, Astrid. Kalle, du hast uns verraten, dass du direkt hier drunter, unter dem Cocoon, also am Spielbudenplatz in Hamburg, einen Club hattest, und zwar das Purple Rain. Das ist richtig. Das ist auch genau vor 30 Jahren gewesen, 86. Und zwar war das in direkter Nachbarschaft zum Schwitz. Das war damals noch ein ganz anderes Lokal gewesen und da hatte ich damals einen Laden aufgemacht, der hieß Purple Rain, beziehungsweise ich habe ihn so genannt, weil ich war ein Prinz-Fan oder ich fand das ganz cool und das passte alles. Also es war eine witzige Sache und das ist genau da unten gewesen. Ihr habt euch so schöne Sachen ausgedacht wie bunte Cocktails, aber auch die Türgriffe waren aus speziellem Material. Magst du das mal erzählen? Ja, die hatte ich irgendwo bekommen, ich weiß gar nicht woher, das waren so Titan-Huftknochen. Ja, das ist also wirklich aus Titan, sieht aus wie so ein Dolch, oben eine blank polierte Kugel und dann das Ganze ist wie eine Feile, so richtig so, wird dann reingetrieben in die Knochen. Und das haben wir dann auf das P und R drauf gemacht zum Aufziehen und ich fand es ganz witzig und keiner wusste natürlich, was das ist. Und das war halt so ein simpler Gag gewesen, aber es hat mir gefallen. Außer vermutlich ein paar Chirurgen, die das wussten und die das sonst irgendwie in Menschen eingepflanzt haben. Du hast auch das Top Ten betrieben, das war richtig bekannt. 84 bis 94, da gingen so Promis ein und aus wie David Bowie. Wie erinnerst du die Zeit? David Bowie war nicht im Top Ten, das war bei mir früher im
Beezers und Eppendorf, das war ein paar Jahre vorher. Aber Top Ten hatte ich von 84 bis 95, 11 Jahre. Das hatte davor und danach keiner, also keinen Besitzer so lange gehabt. Und das war natürlich eine Ikone, also Top Ten, da haben die Beatles ja schon 2 Jahre gespielt, bevor sie überhaupt im Starclub auftraten. Und da waren wirklich gute Leute, also aus dem Freundeskreis, die mir einen Gefallen taten. Weil als ich das Top Ten aufmachte, da war Live-Musik nicht mehr angesagt. Ne, es war so Hausmusik und solche ganze Geschichte. Und jedenfalls hatte ich dann Live-Musik abgeschafft und hatte nur Monitore und haben dann auf Videoleinwänden die Sachen von MTV, die habe ich mir aus USA kopieren lassen und es gab es hier noch gar nicht, die Sender. Und später habe ich es dann aber wieder umgebaut zum Live-Musik, dann 83. Und da haben dann zum Beispiel, und da bin ich auch ganz stolz drauf, die Scorpions für mich gespielt, Just for Fun. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dafür weit über 200.000 D-Mark bezahlen müssen. Und die haben dann das Opening gemacht und auch viele andere. Ich habe also mit Udo Lindenberger gespielt, Duff McKagan von Guns N' Roses haben dort gespielt, weil ich dann eben ein Live-Equipment hatte. Drückte auf den Knopf, Bühne war da und es ging nur vorne so eine Wand hoch und da war das ganze Equipment und die konnten alle spielen. Auch Richie Sambora von Bon Jovi spielte. Also es war schon eine schöne Geschichte. Das klingt knallermäßig. Wir springen mal in die Gegenwart. Und zwar bist du Initiator der Touristenattraktion Das Verlies. Und das ist eigentlich ein Sadomaso-Club, SM-Club. Was erwartet denn den Besucher des Verlieses? Also er sieht etwas, was es, und das ist, ich neige ja nicht zur Bescheidenheit, aber das gibt es weltweit nicht. Und Das Verlies ist eben die Location Club des Arts. Und der Club des Arts ist das älteste SM-Kabarett Europas. Das wurde 1971 gegründet von Peter Ernst und gebaut nach den Impressionen von Marquis de Sade. Und Sadismus ist abgeleitet von seinem Namen. Und das war so ein langjähriger SM-Club. Und jeder, der den Laden sah, sagte, das ist ja aus, sieht aus wie ein Museum, weil er eben im 18. Jahrhundert so stilgebaut ist. Und dann irgendwann kam dann die Situation, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen das von den Zuschauern sich mal auf sie wirken, die dürfen sich das anschauen, aber eben unter einem anderen Namen, ne? Weil es ja nach wie vor ein gängiger SM-Club, Club des Arts, und dann fiel uns der Name ein, Das Verlies. Und dieser SM-Club, der will ja auch ernst genommen werden. Wir hatten neulich die Sexologin Ann-Marlene Henning hier, die auch gesagt hat, es gibt nichts Perverses, wenn beide das wollen, außer natürlich Kinder und Tiere, das ist klar. Was erwartet denn den Liebhaber Besonderes in dem Club des Arts? Alles, was er sich vorstellt. Das Einzige, was wir nicht machen, das ist keine Endzeitlösung und keine Langzeitverstümmelungen. Aber ansonsten kann er alles machen und das ist sowohl für Sklavinnen wie auch für Dominas. Was heißt Endzeitverstümmelung? Also was gäbe es theoretisch noch, was dort aber nicht gemacht wird? Naja, es gibt ja immer irgendwelche Leute, wenn sie geil sind, dass sie dann irgendwann nicht mehr wissen, wo Stopp ist. Ne? Und da sind wir natürlich nicht mit einverstanden, weil es auch eine scheiß Nummer mit der Entsorgung. Aber ansonsten, wie gesagt, alles, was man sich so im Klinikumbereich vorstellt und an sonstigen Qualen und was eben auch Genuss bereitet, das ist alles machbar da. Das ist der Sinn der Sache. Und deshalb ist es auch witzig und sinnvoll, das als Besichtigungslocation für unter dem Namen Das Verlies darzubieten. Weil das ist eben eine aktuelle, eine gängige SM-Location, nicht eine, die es mal war, sondern da passiert all das, was man sich vorstellen kann. Und musstet ihr denn schon mal einen Unfallwagen holen? Nein, also wie gesagt, das ist ja, weil man da ja natürlich vorsichtig ist und das ist nicht der Fall. Da sind dann ja auch Profis am Werk. Ich habe auf der Website gesehen, da können sich auch Dominas bewerben oder aber auch Zofen. Was muss man zum Beispiel mitbringen, um als Domina im Club des Arts anfangen zu können? Disziplin, Erfahrung und ein gehöriges Maß an Sadismus, weil die Leute wollen keine Kissen schlachten, sondern die möchten schon, dass es zur Sache geht. Und das ist ganz wichtig. Und umgekehrt sind bei Sklaven drin hier, da ist schon die devote Art, muss ausgeprägt sein, Hang zum Masochismus und sowohl männlich wie weiblich. Und wie gesagt, und ansonsten wird ihnen das alles noch zügig beigebracht. Gut, alles klar. Das ist auf jeden Fall mal ein Einblick. Ich schätze dich jetzt eher nicht devot ein. Das kann man bei mir nun wirklich nicht sagen. Ne? Das ist nicht meine Abteilung. Ne? Aber um nochmal auf Das Verlies zu kommen, weil das muss man natürlich jetzt mal rausspielen, der Laden kann ja besichtigt werden. Und zwar mal Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ab 17 Uhr. Und dann dauert ungefähr 1,5 Stunden. Und
Das ist natürlich für jeden interessant. Da kommen ja Leute aus ganz Deutschland, weil sie das eben so noch nicht gesehen haben. Und dann können sie natürlich auch anmelden für Club Desart. Ja, und wir haben uns das angeguckt. Das gibt es übrigens auf talk.de zu sehen. Peter und ich waren bei Kalle Schwensen, haben uns das einfach mal angesehen. Du hast mir verraten, dass du deine Frauen auf Händen trägst. Da schwingen ja mehrere Informationen mit. Was heißt das? Ja, also ich gebe es ja ganz ehrlich zu. Also für mich sind Frauen da, um mich anzutören. Dafür werden sie von mir auf Händen getragen. Benehmen sie sich wie ein Mann, lasse ich sie fallen, weil ich nicht schwul bin. Das ist eine ganz einfache Sache. Wann ist eine Frau ein Mann? Wenn sie anfängt, mir etwas vorschreiben zu wollen. Ne? Das wollen wir also nicht. Sondern Frauen sind da, von mir auf Händen getragen zu werden, brauchen nicht keine Pfütze laufen, brauchen sich vor nichts fürchten, brauchen sich nicht ums Geld kümmern, um gar nichts, sondern müssen nur gut aussehen, müssen nett sein, freundlich und selbstbewusst. Nicht, dass sie hier noch vorschreiben muss, was sie anziehen sollen. Also das sollen sie schon selber wissen. Strapse, High Heels und lackierte Fingernägel. Alles, was ich bei Ihnen so sehr vermisse heute. Kalle Schwensen vermisst bei mir die Strapse und die High Heels, du weißt ja gar nicht, was ich drunter habe. So. Aber hast du, trotzdem interessiert mich jetzt, weil du sagst Frauen, hast du eine Herzdame? Natürlich, jeder Mensch hat eine Herzdame, aber darüber sprechen wir nicht, weil es eine Herzdame ist. Aber wie schön, also das ist auch schön zu hören. Nicht jeder weiß immer oder hat exakt deine Geschichte im Kopf. Du bist in der oberfränkischen Provinz geboren, aber recht schnell nach Hamburg gekommen als Sohn eines afroamerikanischen Soldaten und einer Deutschen. Du wohnst Jahrzehnte hier, also das kann man wirklich sagen. Was kannst du über den Kiez sagen? Inwieweit hat er sich verändert und inwieweit gefällt dir das oder nicht? Also, dass der Kiez sich verändert, ist normal und ist auch gleichzeitig das Wichtigste. Als ich geboren wurde, da war im Top Ten das Hippodrom in den 50er Jahren und dann sind die auf dem Pferd geritten im Kreis und bis einer runterfiel und wenn er es geschafft hat, nicht runterzufahren, bekam er eine Flasche Sekt. Anfang 60er Jahren haben dort die Beatles gespielt. Es haben andere großen Gruppen gespielt wie Eric Clapton, Elton John. Auf dem ganzen Kiez hat alles gespielt an Musik weltweit, mit Ausnahme von Elvis Presley und die Rolling Stones. Ob es die Beatles waren, ob es Jimi Hendrix war, The Who, Chuck Berry, Jerry Lewis, alle großen Leute, Ray Charles, alle haben da gespielt. Die Musik, die nach Deutschland kam, hatte hier den Ursprung. Von hier aus ging es runter nach Bayern. Und genauso ist es mit anderen Musikrichtungen, mit anderen Trends. Techno ist auch eine Geschichte, die maßgeblich hier auf dem Kiez dann hier geboren wurde. Ich mache die Musik nicht, aber Fakt ist, dass in der Talstraße, ich weiß den Namen jetzt gar nicht mehr, aber das war einer der maßgeblichen Clubs, die da waren und später der Tunnel. Und also sehr viele Musikstile. Dann nehmen wir mal in den 70er Jahren die Hamburger Szene mit Udo Lindenberg. Das ist alles hier in Hamburg und auf dem Kiez passiert, auch wenn das Onkel Pö in Eppendorf war. Aber der Kiez ist das A und O. Und wenn die Leute jetzt sagen, früher war alles ganz anders. Ja, natürlich war es früher anders. Früher hatten wir alle 20 Pfennig in der Tasche, haben eine Telefonzelle gesucht. Heute hat jeder ein Handy in der Tasche. So, wer will jetzt wieder eine Telefonzelle suchen gehen? Gut, aber gefällt dir der Kiez heute noch? Aber natürlich, das ist so wunderbar. Die Leute, die immer nur von gestern reden, das sind die Leute, die es ins Heute nicht geschafft haben. Also das ist eine ganz einfache Sache. Und der Kiez, die jungen Leute, die heute auf dem Kiez sind, die hier in den Talstraße, in Hamburger Berg sind, die interessiert das nicht, was in den 70er Jahren war. Das überhaupt nicht. Sehen Sie zum Beispiel Hans Albersplatz. Das war, als ich so 70, 71 auf dem Kiez kam, da gab es dann null Diskotheken. Da gab es nur Prostitution und Clubs, also die Läden, wo die Frauen dann mit den Gästen einen Kaffee tranken oder einen Whisky und später nach oben gingen. Und durch die AIDS-Geschichte in den Ende der 80er Jahre, das war natürlich der erste richtige Einschnitt auf die Sache Prostitution. Das war so einfach gravierend, weil viele Läden haben dann zugemacht. Und dann fanden junge Leute es ganz witzig, in so einem richtigen typischen Puff, wo so eine Samttapete ist, eine Plüschtapete mit Borden, da einen Club reinzumachen. Und die gibt es ja immer noch in der Gerhardstraße und überall. Und deswegen ist jetzt am Hans-Albers-Platz, es gab eine Zeit, wo fast überhaupt keine Prostituierten da waren. Jetzt sind sie alle wieder da und das finde ich auch richtig, das gehört hin. Genauso wie das Eros-Sender, das war in den 60er Jahren das erste Eros-Sender bundesweit, das im Auftrag der Stadt von Willy Bartels damals gebaut wurde. Und da arbeiteten nachts ungefähr 200, 250 Frauen und tagsüber um die 80, 90 und das rund um die Uhr.
Also die Geschichte gehört sicherlich zum Kiez. Die Geschichte des Kiezes und auch deine Geschichte gehört auch irgendwie zu dir. Was ich noch, ja, unbedingt noch fragen wollte, du warst ja als junger Mann Boxer, du wolltest, weil wir sie gerade hinter uns haben, zu den Olympischen Spielen, das war 1972, dann hat dir eine Messerstecherei einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du bist mehrmals dem gewaltsamen Tod von der Schippe gesprungen. Gab es ein Ereignis, das besonders einschneidend war oder hast du es einfach so weggesteckt? Nö, also das kann ich so nicht sagen. Ich bin auch nicht von der Schippe gesprungen, sondern der Tod hat mich einfach nicht eingeholt. Ne? Das muss man so sehen. Und das kann ja alles passieren, wenn Sie jetzt sehen, was in der Welt passiert. Kleine Kinder, die zusammengeschossen werden und für nichts und wieder nichts. Das ist viel schlimmer als das, wenn man mal so einen Lungensteckschuss kriegt, dann muss man halt tief Luft holen, die Projektil wieder ausspucken und dann geht's weiter. Und das gehört dazu. Der Kiez ist eine Spielwiese für Erwachsene. Und wobei ich sagen muss, dass die ganzen Schießereien, die fanden ja gar nicht hier statt, sondern die waren in Eppendorf und in Pöseldorf. Aber das muss man, also sehe ich überhaupt nicht eng, das passiert anderen Leuten auch. Bei mir war es halt, aus welchen Gründen auch immer, dass es berichtet, dass darüber berichtet wurde. Und also ich habe da überhaupt keine Probleme mit, das gehört dazu. Es gibt Leute, Männer, die lassen sich tätowieren und andere Männer, die haben Narben und ich sehe zu den... Lassen sich ein bisschen stechen und ein bisschen anschießen. Ich nehme mal an, du würdest nicht vom Kiez wegziehen, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Aber hast du irgendwas Besonderes vor, einen bestimmten Traum jetzt für die Zukunft? Was würdest du gerne machen? Ich würde sie gerne in Strapse sehen. Das ist wunderbar. Ich muss mich hier mal ranrobben. Das wird jetzt eine super Übergabe, weil wir werden uns jetzt zu zweit unterhalten. Und zwar geben wir beide ab, Kalle und Rolle zur Bühne zu Marek und Peter. Vielen herzlichen Dank, Kalle. Eieieiei, was soll ich da sagen? Hast du sie schon in Strapse gesehen? Ja, natürlich. Ja, ich auch. Also ja. Das ist ja bei Facebook ganz groß, das Thema. Uiuiui. Marek Erhardt hat kein Facebook. Marek Erhardt sitzt da, Schauspieler, Sprecher und Schriftsteller. Und auf den möchte ich jetzt ein bisschen zu sprechen kommen. Denn 2014 kam das Buch Undercover raus bei Ullstein. Ist auch jetzt natürlich immer noch zu kaufen. Und das war eigentlich doch ein Zufallsprodukt, dass du ein Buch geschrieben hast, oder? Ja, das war ein Zufallsprodukt. Ich habe mich eigentlich auf eine Rolle im Tatort vorbereitet. Die du auch gespielt hast dann, die Rolle. Die ich dann auch gespielt habe. Und ich habe dort einen verdeckten Ermittler gespielt und wollte unbedingt, und das ist so toll, in Hamburg, weil die Hamburger Polizei dir das ermöglicht, als Schauspieler den Jungs mal über die Schulter zu gucken. Und ich bin dann zur Hamburger Pressestelle und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Kann ich das machen? Sagten, ja, willst du eher einen langweiligen Dienst oder willst du richtig was erleben? Und da sage ich, nee, ich will was erleben. Und dann sagten sie, okay, dann geht's nach Billstedt. Oha! So, und dann bin ich. Ja, und dann habe ich 4 Nächte in Billstedt zugeteilt bekommen. Und wir hatten in diesen 4 Nächten auf der einen Seite Glück, auf der anderen Seite ein bisschen Pech. Wir hatten minus 10, minus 15 Grad in der Zeit, das war im Winter. Und es ging um einen U-Bahn-Räuber, und zwar eine Gruppe von Jugendlichen, die nachts gerne schlafende Partygäste, die aus der Innenstadt nach Billstedt zurückgefahren sind, zusammengeschlagen haben und ausgeraubt haben. Und wo auch leider ein Todesfall entstanden ist, weil der Beraubte so schwer gestürzt ist, dass er sich das Genick gebrochen hat. Und das Perfide daran war, dass der Täter nochmal, der ist rausgelaufen vor Schreck, und ist wieder zurückgekommen, hat ihm nochmal in die Tasche gegriffen und hat das Handy geklaut. Und es war alles auf der Überwachungskamera zu sehen. Hatte zur Folge, dass ich 4 Nächte lang, noch nie so viel in meinem Leben U-Bahn gefahren bin, mit nämlich ganz genau 22 Polizeibeamten, 8 Zivilfahndern und 14 MEKlern vom MEK, das sind die, die normalerweise die Masken tragen. Und wir waren getarnt als Partygäste. Und sind eigentlich immer gefahren von der Innenstadt nach Billstedt, von Billstedt in die Innenstadt. Was nicht kam, war der Räuber. Und er kam dann auch nie wieder? Er kam, er wurde nachher auch gefasst. Fakt ist, für mich war der Dienst toll und spannend, aber ich habe natürlich kein wirkliches Blickfeld bekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch vorher 8 Wochen hier an der Davidwache hospitiert, für eine andere Geschichte, für Da kommt Kalle. Und habe hier wirklich fleißig was erlebt, das kann ich nicht anders sagen. Und ja,
bin dann, saß dann nachts um 5 Uhr mit den Zivilfahndern zusammen und dann sagten die irgendwie, Mensch, ist ja schade, dass du schon wieder gehst. Und dann bin ich auf dem Rückweg nach Hause gefahren und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du das nochmal wiederholen? Kannst ja nicht anrufen und sagen, du brauchst nochmal 4 Nächte. Und dann habe ich am nächsten Tag unseren Polizeipräsidenten angerufen, den ich auch sehr gut kannte, und habe gesagt, sag mal, könntest du dir das vorstellen, dass ich ein Buch über dich schreibe? Und dann sagt er, ich muss das kurz klären, ich melde mich, und 2,5 Stunden später rief er mich an und sagt, du hast eine 2-jährige Dauerhospitanz bei der Hamburger Polizei. Und ab dann war ich sozusagen ein Dreiviertelmitglied dieser Zivileinheit, weil das Einzige, was ich nicht hatte, war, ich war nicht bewaffnet. Ich hatte auch keine Zugriffsrechte, ich war ja kein Polizeibeamter. Aber die haben alles mit mir gemacht. Ich war nachher als 2. Mann auf dem Führungsfahrzeug als Funker. Also ich habe nachher gefunkt. Ich bin Straftäter mit hinterhergelaufen. Ich bin in Wohnungen mit reingestürmt. Wir haben in diesem Buch auch beschrieben, 2 Kinderschändern von Kindern runtergeholt. Das waren allerdings dann so Grenzfälle, wo ich dann ehrlich sagen musste, da war dann auch rein geistig gesehen für mich auch Schluss mit der Hospitanz. Da wurde ich dann auch weggeschickt. Die haben gesagt, du gehst jetzt mal draußen 2 Zigaretten rauchen und gehst mal ein bisschen spazieren, weil die haben schon gesehen, dass es bei mir schon wahnsinnig viel bewegt hat. Ja, und daraus sind 2 Jahre geworden und über 250 Einsätze. Und daraufhin habe ich dann das Buch geschrieben, Undercover. Das ist seit 2014 draußen und hat sich jetzt mittlerweile kurz vor der dritten Auflage. Und hattest du einen Kosenamen da, glaube ich, ne? Den du ja immer... Kosenamen? Ja, oder Codenamen? Nein, genau. Es gibt... Kose oder Code? Arbeitsname heißt es. Arbeitsname? Das. Genau. Die Zivilfahnder sind ja, damit sie das einmal alle verstehen, was das ist, das sind im Endeffekt ganz normale Polizeibeamte, die einen Unterschied haben zu allen anderen. Sie laufen nicht in Uniform rum, sondern laufen rum wie du und ich und sollen auf der Straße auch nicht erkannt werden. Das ist eine Einheit, die meistens... wenn es um Kriminalität geht, Einbrüche, Schlägereien am Hamburger Berg, vorgeschickt werden, um eben im Zweifelsfall die Täter abgreifen zu können, weil in dem Augenblick, wo ein Fahrzeug mit Lalülala kommt, das Erste, was weg ist, sind die Täter. Und deswegen mischen die sich so ein bisschen unter das Volk, lassen sich auch mal im Bart stehen, tragen. Ich musste irgendwann eine St. Pauli-Jacke tragen beim Einsatz. Da kommt ich Stimmung hab ja nichts auf gegen St. Pauli, aber als HSV-Fan eine Pauli-Jacke tragen... Die haben auch ein Foto gemacht und haben mich bis heute damit... So, wie hieß denn nochmal deinen Arbeitsnamen? Genau, das will ich ganz kurz erzählen. So, und die bekommen also alle Arbeitsnamen. Und Oskar, der Chef der Einheit, heißt deswegen Oskar, weil er bei einer Verfolgungsjagd von 2 Einbrechern, die sind auf ein Dach einer Kindertagesstätte geflüchtet. Und das haben sie relativ schnell mitbekommen. Und 6 Streifenwagen haben dieses Dach umstellt. Und die wollten aber nicht runter. Und Oskar ist dann eben rauf mit Räuberleiter und hat gesagt, dann hole ich die da halt runter. Und dann haben die auch gemerkt, mit gezogener Waffe, da geht jetzt gar nichts mehr. Wir kommen. Und sprang also auch runter, weil die sind es gewohnt, von hohen Häusern zu springen. Nur Oskar ist es mit seinem Knie nicht so ganz gewohnt und bat darum, doch da etwas drunter zu stellen, dass er da drauf treten kann, um runterzukommen. Und einer seiner Kollegen schob da also eine Mülltonne hin. Ich hatte ja am Eingangs gesagt, es war eine Kindertagesstätte, es war also keine normale Mülltonne, sondern eine Windeltonne. Das sind die mit den Löchern in der Mitte. Und Oskar trat also auf diese Mülltonne, fiel in die Windeltonne rein, die Beamten zückten alle ihr Handy, machten Fotos. Die Kollegen, also wenn man keine Feinde hat, dann jedenfalls die Kollegen. Und ab dann hatte er den Arbeitsnamen Oskar. Das und ist sehr schön, Mario. Aber wie ist denn nun dein Arbeitsname? Wir geben kurz ab in die Werbung und danach erzähle ich. Ja, genau. Nee. Mein Arbeitsname, ganz einfach, irgendwann kam über Funk immer, weil ich immer weitergereicht wurde in jedes Fahrzeug. Es waren 4 Zivilfahrzeuge. Sagte Oskar irgendwann mal ins Funkgerät, wer von euch hat denn das Päckchen an Bord? Und seitdem heiße ich Päckchen. Wow. Selbst bei meinem Bäcker. Wenn ich sonntags Brötchen kaufe mit den Kindern, sagt die Bäckerin, na Päckchen, was brauchen wir heute? Und der Name Päckchen ist jetzt bei mir Programm. Das riecht sowas nach Zivilfahndung. Aber du hast gesehen, wie man Spannung aufbaut, nicht? Ja, ich habe gesehen. Erst mal eine Rahmengeschichte erzählen und dann kommt man zum Punkt. Genau, das finde ich auch schön, dass wir am Ende noch das Päckchen bekommen haben. Du bist zum Ehrenkommissar sogar ernannt worden der Stadt Hamburg. Richtig? Ist das jetzt eine Frage? Das ist eine Frage, ja. Ist das richtig, was ich gedacht habe? Das ist richtig, was du mich gerade gefragt hast. Man liest ja im Netz immer so viel. Genau, also ich bin 2012, glaube ich, ne? 2012 bin ich vom damaligen Polizeipräsidenten zum Ehrenkommissar der Hamburger, der Freien und Hansestadt Hamburg ernannt worden. Das heißt nicht, dass ich irgendwie 3 Festnahmen im Jahr frei habe oder mit Sonderrechtsfahrten oder mit einer Waffe rumfahren kann. Aber es verpflichtet leider. Also Alkohol und Autofahren war bei mir nie ein Thema, gibt's bei mir nicht. Trotz alledem hat man jetzt auch eine gewisse Vorbildsfunktion. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, trotz alledem. Und
Ja, also ich kann mir jetzt von dem Titel nicht wirklich was kaufen, aber das ist schon ein cooler Titel, Ihren Kommissar. Ja, das ist, muss man so haben. Also wenn ich morgens mit dem Hund spazieren gehe, aber auf Stadtpark, der Visitenkarte steht er nicht oder so. Nee. Nein. Aber wo du es gerade sagst, ich habe gerade, als wir hier im Cocoon ja die EM gemacht haben, fuhr ich nach dem Eröffnungsspiel nach Hause und der Taxifahrer, ein sehr netter Taxifahrer hier vom Kiez, fuhr mich nach Hause und wir unterhielten uns über Taxiüberfälle und über sein Studium. Und Türke war wirklich super nett und fühlte sich auch total wohl hier. Und als ich gerade bezahlen wollte, sehe ich im Augenwinkel, wie da irgendwie zwei Typen gerade an einem Auto rummachten, direkt bei mir vor der Haustür. Zwei Jugendliche, 15 Jahre, und der Taxifahrer und ich haben die beide umgewumst, sind beide festgenommen worden und hatten gerade versucht, ein BMW aufzubrechen. Also man kommt auch aus deiner Haut. Also einmal Kommissar, immer Kommissar. Nein, ich bin ja kein Kommissar, ich bin ja auch kein Polizeibeamter, aber das ist, sage ich dir ganz ehrlich, der einzige Nachteil, den ich in diesen 2 Jahren erlebt habe. Ich kann eines nicht mehr. Ich kann nicht mehr normal spazieren gehen. Du hast immer Beobachtungsblick. Ich guck immer links, rechts, weil das ist natürlich deren Job. Die gehen teilweise nächtelang, sind wir nur spazieren gegangen, auf der Suche nach Straftaten. Das ist ja so blöd, das klingt. Das hieß immer in der Einheit immer, wir machen heute freie Jagd. Und dann fährst du eben mit dem Skoda ohne Sitzheizung. Übrigens im Winter ganz doof, wenn du observierst, so 12 Stunden lang vor irgendeinem Wohnhaus und keine Sitzheizung hast. Ja, und das wirst du nicht mehr los. Und dann kann es mir passieren, ich mit meiner Frau spazieren gehe und sage, warte mal ganz kurz. Nee, ist nichts. Können wir weiter. Dreh die nicht um, das Päckchen geht rum. So kann man das wirklich sagen. Du hast eine neue Idee für ein zweites Buch. Und zwar hast du wieder deine Beobachtungsfunktion eingestellt. Kannst du schon irgendwas darüber verlauten lassen? Ja, das Buch ist fertig. Also von daher kann ich es jetzt auch erzählen. Das ist jetzt gerade im Lektoriat. Das wird jetzt auf Rechtschreibung überprüft. Wunderbar. Ja, da ist natürlich nichts. Das ist ja ganz klar. Ist auch relativ komm mal schnell hin, fertig. Komm mal her, scheiße. Ist auch relativ schnell fertig. Ja, ich habe jahrelang, ich weiß nicht, ob einige Damen das hier aus dieser Riege kennen, 9 Jahre, um ganz genau zu sein, die Serie Desperate Housewives in Berlin synchronisiert. Und musste dafür immer nach Berlin fahren zum Synchronen und saß immer im Zugrestaurant, weil ich das da am gemütlichsten finde. Du kannst da Wasser trinken, kannst einen Salat essen, kannst im iPad rumlesen, wie auch immer. Was du allerdings auch tust, ist unwiderruflich, ob du es willst oder nicht, du wirst Zeuge vollkommen merkwürdiger Gespräche. Und du erfährst Geheimnisse von Menschen, die willst du eigentlich alle gar nicht wissen. Und dementsprechend habe ich 8 Jahre lang Buch geführt. Daraus ist ein Buch entstanden und das Buch heißt Einfach mal die Fresse halten. Und es wird, einige Leute geben, die sind natürlich namentlich nicht genannt, aber jeder, der es liest, wird wissen, wer gemeint ist. Da waren auch sehr viele Prominente dabei, die hätten einfach mal besser die Fresse halten sollen. Wann kommt's raus? Ist das ungefähr schon, kann man sich schon auf irgendwas freuen? Ja, es kommt irgendwann raus. Es kommt irgendwann raus. Dann kommst du wieder. Dann halten wir nicht die Fresse, ja, dann reden wir aber über dieses Buch. Aber dann ist sie auch in Strapse da. Ach ja, die Astrid. Ach ja, die Bahn. Es ist ja ein Hort unglaublicher Geschichten. Und davon kann nämlich Astrids nächster Gast auch einige erzählen. Hier sind wir. Ich stehe neben Marc Schwörle, Buchautor und unter anderem Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Einen schönen guten Abend, Marc. Hallo Astrid. Und was übrigens noch der Fall ist, ich stehe neben dem Mann, der mich morgens total glücklich macht. Marc ist der Grund, warum ich extrem gut gelaunt in den Tag starte. Ich bin allerdings nicht die Einzige. Denn Marc, du bist der Macher des Newsletters Elbvertiefung. Und zwar ist der von der Zeit, erscheint jeden Wochentag um 6 Uhr und behandelt Hamburg. Und zwar in einem sehr, sehr humorvollen Stil. Wie bist du auf die Idee gekommen und warum die Oldschool-E-Mail? Ja, also erstes Mal, es war eigentlich gar nicht meine Idee, sondern das war die Idee der Führungsetage der Zeit. Die sagten zu mir, du kannst das, du machst das. Und warum ich, da habe ich auch ein bisschen überlegt, vielleicht weil ich relativ diszipliniert bin, aber auch, weil ich als Kolumnist für die Zeit schon im Hamburg-Teil beispielsweise die Kolumne habe, warum funktioniert das nicht? Da behandle ich so Alltagsphänomene, die so ein bisschen verrückt sind. Also warum gibt es in Lockstedt keine Restaurants zum Beispiel? Nicht? Oder, ist das so?
Ja, ich habe mich umgeguckt. Die Restaurantdichte ist da doch sehr dünn gesät eigentlich. Oder warum weht mir, wenn ich dusche, immer der Vorhang entgegen? Ne? Und das sind also Leserfragen, die an mich herangetragen werden. Und ich versuche da immer eine einigermaßen plausible Antwort zu finden. Das Ganze ist dann angeblich auch witzig. Wahrscheinlich doch, glaube ich doch. Und deswegen ist man auf mich gekommen. Und warum die E-Mail? Warum nicht einfach eine App oder eine WhatsApp oder wie auch immer? Eine E-Mail? Ja, E-Mail ist ganz toll. Also E-Mail bedeutet nämlich, du bist morgens richtig im Postfach und direkt auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder auch auf dem Computer von zum Beispiel dir. Ja, ist so. Alle anderen Sachen, die musst du erstmal aufrufen, öffnen. Nur E-Mail, das geht heutzutage total einfach und total schnell und total automatisch. Die E-Mail ist quasi so ein bisschen dieses old-fashioned Medium, mit dem eigentlich niemand mehr gerechnet hat. Sie kommt aber trotzdem ganz klasse an und das erleben wir auch mit der Elbvertiefung. Also wir haben mittlerweile 50.000, über 50.000, ändert sich täglich, wöchentlich Abonnenten. Und wir haben im letzten November angefangen und ich glaube, das ist ziemlich gut und respektabel. Und wir haben auch ein ganz fantastisches Publikum. Wir haben ein super Publikum. Wieso sind die so super? Das hast du nämlich schon gesagt. Ihr habt so eine richtige Zeit-Community durch diesen Newsletter. Ja, genau. Also einmal gibt es ganz viele, die sagen, ich finde es ganz toll, mit dir aufzuwachen, das ist ganz nett, klar. Dann gibt es aber auch sehr viele, die zum Beispiel sagen, Mensch, ich lese dich immer auf der Toilette. Ja. Das wollte ich fragen. Tun die Leute das? Ja, die Leute lesen sozusagen die Elbvertiefung überall, wo sie ein paar Minuten haben. Also im Bett gibt es eine ganze Reihe. Gut, dann eben im Bad. In der U-Bahn, manche auch im Büro, glaube ich. Ne? Man sieht das so an den Zahlen irgendwie, die gucken dann, was da los ist. Und diese Leute sind einfach so eine richtige Gemeinschaft, insofern als sie glauben, die kennen mich schon. Sie kennen mich ja auch ein bisschen. Ne? Ich schreibe ja jeden Tag für sie. Und das ist ganz witzig. Manchmal treffe ich Leute auf der Straße, die sagen, hi. Ich kenne sie nicht. Und, dazu muss man sagen, dass da ein extrem gut gelauntes Foto von dir auch in dem Newsletter ist. Und dieser Newsletter, der hat ja nicht nur Wirtschaft, Politik, Stadtleben, sondern auch Ausblicke. Also wir waren heute natürlich angekündigt, Talkdoc, das ist ja klar. Dann ist er so ein bisschen interaktiv. Man kann, und das werde ich bald machen, auch Hamburger Schnack einreichen, wenn man irgendwas Lustiges schnappt. Oder Fotos. Interaktiv auch ein Konzept? Konzept, ja. Konzept ist, dass wir überlegt haben, toll, wenn ihr das einreicht, was euch interessiert, bitte Hamburger Schnack, bitte guten Hamburger Schnack. Nicht zu viel Kindermund einreichen, bitte, außer Kindermund wie morgen früh. Das ist wirklich sehr gut. Und Fotos, nicht unbedingt immer den Hamburger Hafen bei Sonnenuntergang, sondern auch mal andere. Wir machen auch demnächst einen Fotowettbewerb. Wir machen auch demnächst einen Schnackwettbewerb. Wir machen auch, weil du gesagt hast, interaktiv auch Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel zur EM, als Deutschland gegen Nordirland gespielt hat, haben wir Public Viewing in der Zeit gemacht, exklusiv für die Leser der Elbvertiefung. Und super, nur Vorteile. So, was ich unbedingt noch ansprechen muss, eine Hauptrolle bisweilen in dem Newsletter spielt euer Meteorologe, den du immer auf die Schippe nimmst. Der hat ja auch keinen einfachen Job, richtig? Nee, er ist ein armes Schwein letzten Endes. Denn das Problem ist, ich erwarte von ihm, dass er das Wetter richtig ansagt und ich erwarte, dass er das richtige Wetter ansagt, das Wetter, das ich haben möchte. Das ist ja super in Hamburg. Genau, ja. Und er muss eigentlich immer verlieren und er kriegt es dann eigentlich immer drauf. Wobei, wir haben ja wunderbare Leser, wenn ich es übertreibe, also wenn ich jetzt ein bisschen über ihn schimpfe und wenn ich sage, er ist in seinem Zimmer und kommt nicht raus, was dann auch stimmt, ja, dann bekomme ich gleich Leserbriefe, also E-Mails, die sagen, lass den Meteorologen in Ruhe, er kann nichts dafür. Ja, manchmal ist es eine richtige Drohung, manchmal schreiben sie auch, den Meteorologen werden Sie nicht kündigen, das habe ich schon zweimal angekündigt. Irgendwann wird es ihn erwischen, ist klar, ne? Aber sonst kündige ich die Elbvertiefung. Ja? Ja, siehst du, kannst du nicht mehr machen. Wann schreibst du die Elbvertiefung überhaupt? Morgens um 5? Nee, morgens um 5 ist sie fertig, um 6 kommt sie immer raus. Wir schreiben sie am Tag vorher. Also ich habe ein kleines, feines Team von Kolleginnen und Kollegen, die mir dabei helfen. Und am Tag vorher, wir hören manchmal später auf, manchmal früher auf. Heute zum Beispiel, kann ich verraten, ist sie noch nicht fertig.
Alles klar, Marc muss später noch nach ein paar Cuba Libres hoffentlich noch ein bisschen was schreiben. Du bist ja auch Buchautor und du hast, das ist auch wirklich therapeutisch für mich, weil ich viel Bahn fahre, den Bestseller, also über lange Zeit Spiegel-Bestseller, Thank You for Traveling, aber eigentlich finde ich den Untertitel, wie Sie mit der Bahn fahren und trotzdem ankommen, noch viel cooler. Gab es ein Schlüsselerlebnis bei dir, der das verursacht hat, dieses Buch? Ja, also es waren viele Erlebnisse, die das verursacht haben. Ich habe schätzungsweise davor ungefähr so die Hälfte meines Lebens auf Bahnhöfen verbracht oder in Zügen, die plötzlich stehen blieben, wo es nicht mehr weiterging, oder im Ersatzverkehr, also mit dem Bus hoppeln über brandenburgische katzenkopfsteingepflasterte Wege. Ich habe auch mehrfach erlebt, dass zum Beispiel der Ersatzverkehr stecken blieb und dann der Ersatzverkehr des Ersatzverkehrs kommen musste, nämlich viel kleinere Busse, die dann die Leute abgeholt haben, weil nur die verschlammten Wege noch bewältigen konnten. Ich bin auch schon tatsächlich allen Ernstes an einem Bahnhof nicht mehr abgeholt worden von einem Zug. Das heißt, der Zug, ich war der einzige Fahrgast, der dort einsteigen wollte, der fuhr durch. Und der nächste Zug fuhr auch durch. Und der dritte Zug war der letzte, der fuhr dann auch durch. Und dann stand ich an dem verfallenen Bahnhof, das war in Mecklenburg-Vorpommern, und überlegte, was machst du jetzt? Hast du geweint? Ich habe kurz dran gedacht, aber ich habe dann irgendwann gedacht, nee, das musst du aufschreiben. Und das ist sehr, sehr gelungen, sehr humorvoll gelungen. Aber du hast noch weitere satirische Literatur geschrieben und diese Titel sind einfach so wunderbar. Warum funktioniert das nicht? Ist ja die Stadtkolumne in der Zeit. Dann ist der Herd wirklich aus? Wer hat meine Hemden geschrumpft? Weg da, das ist mein Handtuch, das wird vielen bekannt vorkommen. Und kommt Oma auf den Kompost, wenn sie tot ist? Marc, hast du, wie viel an deinen Geschichten ist autobiografisch? Ja, das ist eine Frage, die häufiger kommt. Man kann sagen, ich werde tatsächlich durch die Realität inspiriert. Man könnte auch sagen, mir passiert relativ viel. Vielleicht ist es aber auch nur so, dass ich darauf achte, was mir passiert. Okay, war das schon als Kind so? Also würdest du sagen, dir passiert mehr Irrwitziges als anderen Menschen? Absolut. Absolut. Also als Kind sind mir Sachen passiert, das erzähle ich gar nicht. Aber zum Beispiel beim letzten Auftritt in Hamburg, darf ich einen Konkurrenzclub erwähnen? Na klar. Übel und gefährlich. Ja, das war zur 70-Jahr-Feier der Zeit eigentlich. Und ich sollte auftreten im Übel und gefährlich und sollte ein paar Worte über die Elbvertiefung und über den unwahrscheinlichen Erfolg der Elbvertiefung von mir geben. Und die Veranstalterin, die sagte, Marc, wir haben eine ganz tolle Idee für dich. Du trittst auf und zwar hier mit meinem Fahrrad. Du nimmst mein Fahrrad, fährst mit dem Fahrrad auf die Bühne, bremst und ich spiele ein Hindernis und springe zur Seite. Wir haben das geübt vor leerem Saal, super gelaufen. Dann haben wir gewartet, bis der Saal voll war. Das Publikum saß da, wartete, ich wurde angesagt, fuhr mit dem Fahrrad auf die Bühne, bremste, fiel hin. Wom. Wie ein Baum lag ich auf der Bühne und überlegte mir, du hast drei Möglichkeiten. Entsetztes Schweigen im Saal übrigens. Du hast drei Möglichkeiten. Entweder du stehst auf und gehst sofort nach hinten oder du fällst nach vorne von der Bühne, stöhnend und schreiend, oder du stehst auf, als ob nichts gewesen sei. Und das habe ich dann gemacht. Sehr gut. weil wir bei der Kindheit waren, du bist mit Günther, also dein Vater ist Günther Spörler, ein Schauspieler. Inwieweit fördert das die eigene Kreativität, wenn ein Künstler in der Familie ist? Hat dich das beeinflusst? Absolut. Ich habe am Anfang gesagt, ich möchte alles werden, nur kein Künstler, nur kein Schauspieler. Anfangs wollte ich Gartenbauarchitektur studieren, habe dann irgendwann gemerkt, dass es nicht so das Richtige ist und dann habe ich gedacht, ich mache so einen Kompromiss, wo man eigentlich kein Künstler ist, aber doch was schreiben kann. Also bin ich Journalist geworden. Ja, und der Rest kam da so ein bisschen. Marc, du bringst ein neues Buch raus und zwar erscheint das im Oktober. Das passt natürlich spitzenmäßig. Wie wird das heißen? Das ist die Gebrauchsanweisung zum Fahren mit der Deutschen Bahn. Und das kommt im Pieper Verlag raus. Also man sieht es, das Thema Bahn lässt mich nicht los. Das ist irgendwie das vierte in Folge, was jetzt über die Bahn geschrieben wird. Das schreibe ich alleine. Das erste, Thank You for Traveling, habe ich ja mit Lutz Schumacher zusammengeschrieben. Und das ist eine sehr nette Gebrauchsanweisung mit Tipps und Tricks zum Bahnfahren. Mit Do's und Don'ts. Und eben letzten Endes auch, wie man gut ankommt.
Das ist das Supere, dass ich dich hier nämlich jetzt habe mit diesem neuen Buch, denn ich strande regelmäßig in Bitterfeld und das ist bitter, wenn ich weiter nach Berlin will, von Halle über Bitterfeld, Berlin nach Hamburg und habe dort schon in einem Abteil mal gegen meinen eigenen Koffer getreten vor Wut, worauf jemand dieses Abteil verließ und es war kein Sechserabteil, sondern ein Großraumwagen und der saß ganz weit entfernt. Deshalb jetzt vom Fachmann bitte den Tipp, wie strande ich in Bitterfeld und bleibe gelassen? Das ist schwer. Am besten, du fährst nicht über Bitterfeld. Okay, das werde ich nicht mehr tun. Ganz herzlichen Dank. Wir sprechen uns gleich noch, lieber Marc. Und jetzt geben wir ab zurück zur Bühne. Schauspieler Marek Erd ist bei uns, also hier Spörle. Kommt. Übrigens ein geiles Vollplayback, ne? Ja, super. Ich meine, das sieht wirklich echt aus. Ja, was sie machen, ne? Super. Ja. Deswegen holen wir sie immer, sind billig. So, also, Spörle kommt von einer Schauspielerfamilie und wollte nie Schauspieler werden. Ich meine, die Frage liegt bei dir auf der Hand. Wolltest du jemals Schauspieler werden? Nee. Bei deiner Geschichte? Nee, witzig. Also meine Geschichte fängt ja in der Schulzeit an. Ah. Das war dramatisch. Ich habe ja 6 Wochen vorm Abitur die Schule geschmissen, bin dann nach New York gegangen, weil ich habe 2-mal wiederholt. Ich habe mir gedacht, ich bin ja sowieso schon 14 Jahre zur Schule gegangen. Ich brauche das Abi ja gar nicht. Und nee, weißt du, was ich ehrlich bis zur 8. Klasse werden wollte? Sag's mir. Müllmann. Ich sag dir warum. Weil es so super lässig aussah, wie die hinten auf diesem Trittbrett standen. Und jetzt kommt's, deswegen, es hat einen kleinen Bezug zur... Unsere Band sagt, stimmt. Das, ja, ja. Hier, das machen die eigentlich, wenn sie... Er ist doch jeden Dienstag bei uns, ja, hier. Also. In Orange. Ja. Hatte zur Folge, dass mir die Davidwache, als ich hier hospitiert habe bei der Polizei, zu meinem 40. Geburtstag, musste ich hier morgens um 5 Uhr erscheinen, Überraschung, Überraschung, und die Müllabfuhr hat mich abgeholt und ich habe hier aus jedem Bordell und Puff den Müll rausgeholt. In voller Uniform. Ich kann sagen, dass ich auf dem Kiez schon mal den ganzen Scheiß weggeräumt habe. Und deswegen bist du dann Schauspieler geworden. Genau. Ja, genau. Sehr gut. Du hast gerade einen Film abgedreht für die ARD. Darin spielst du einen Alkoholiker. Wann kommt der? Ja, warte mal, ja. Der Wein kommt runter. Hat keiner gesehen. Wann kommt er denn ins Fernsehen? Das steht nicht an. Das entwürfeln die, glaube ich. Wo wart ihr? Wo habt ihr gedreht? In Hamburg. In Hamburg? In Hamburg. Eine Geschichte eines Mannes, der seine Frau verloren hat, auf tragische Art und Weise, und ein nicht ehrliches Kind hat, und also nicht ein leibliches Kind und ein leibliches. Und das nicht leibliche Kind dafür bestraft, dass die Frau gestorben ist. Sie schlägt, also das Kind schlägt. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das Drehbuch damals gelesen habe, also A, fand ich es natürlich total toll, wo wir vorhin gerade darüber geredet haben, warum hast du eine Serie gemacht, dass man mir so eine Rolle A zugetraut hat, wo ich eigentlich nicht so der prädestinierte schlagende Alkoholiker bin. Und man hat es mir zugetraut und ich habe es jetzt gedreht. Ob es gut geworden ist, kann ich nicht sagen, das müssen andere entscheiden. Hatte nur einen riesen Nachteil. Ich hatte im Februar mit meiner Familie Urlaub gebucht in der Sonne. Und es kam dann im April das Angebot, meine Kinder hatten das jetzt echt verdient, dass wir alle in Urlaub fahren. Und der Regisseur sagte noch vorher zu mir, denk dran, mein Freund, nicht braun werden. Du bist Alkoholiker, du sitzt zu Hause. Dementsprechend war der Urlaub für mich viel im Schatten. Nee, im Schatten. Ich habe viel im Schatten gesessen. Und Sonnenschutzfaktor 800 drauf. 600. 1000. Genau. Ja. Du wirst bald auf der Bühne stehen hier in Hamburg. Am 11. November ist Premiere im Komödie Winterhuder Fährhaus mit dem Stück Weihnachten auf dem Balkon. Ich gehe davon aus, es geht um Weihnachten auf dem Balkon. Das ist richtig, das du ist hast richtig. Recht. Ja, das sagt der Titel schon. Ja, genau. Wir gehen jetzt ab Ende September nach Berlin zum Proben. Wir proben das in Berlin, weil unser Regisseur, ein älterer Herr, gerne in seiner Heimatstadt proben möchte. Das kann ich auch alles verstehen. Und dann gehen wir zu den Endproben, kurz, also eine Woche vor Premiere, ins Winterhuder Fährhaus auf die Bühne zum Endproben. Und das ist eine Komödie, eine schwarze Komödie über alles das, was wir von Weihnachten kennen. Streitende Familie, Essen schmeckt nicht, Essen wird nichts, keine Geschenke da, falsche Geschenke da.
heißt Weihnachten auf dem Balkon und das spielen vom 11. November bis zum, ich glaube, 8. Januar. 8. Januar, genau ist es. Und vielen Dank. Ja, ich habe das. Danke, ja, ne, du hast ja recht. Und du spielst nicht nur eine Rolle, ne? Das ich ist klar, dass Marek, er hat natürlich nicht nur eine Rolle spielt, du spielst, glaube ich, 6 Rollen. Ja, ich spiele gefühlte 16 Rollen. Es ist so, es sind 12 Personen und wir sind aber nur 4 Schauspieler, wir müssen also alle 3 Rollen spielen. 2 Erwachsene und jeweils jeder ein Kind. Ach, wie schön. Man denkt immer, das sind Sparmaßnahmen des Theaters. Nein, das Stück ist wirklich so angelegt, das Stück ist auch so geschrieben. Nur beim Lesen weißt du jetzt schon, was das für eine Hektik hinter der Bühne geben wird, wenn du dich umziehen musst, umschminken musst auf die andere Rolle. Ich spiele nämlich einmal einen vollkommen verstörten, geschlagenen Ehemann, also so einen, den Kalle Schwensen nie nach Hause einladen würde. Jemand, der sich von seiner Frau sagen lässt, wo es lang geht. Und auf der anderen Seite spiele ich einen totalen Macho, einen Schlachter vom Beruf. Und ja, freue mich total drauf. Und nächstes Jahr gehen wir damit auf Tournee und dann im Jahr drauf, also sprich Weihnachten 2017, spielen wir es dann in Berlin in der Komödie. Komödie Winter oder Fairhaus ab 11. November, Weihnachten auf dem Balkon unter anderem mit Marek Ehrhardt. Vielen Dank, dass du uns so viele schöne Geschichten von dir erzählt hast. Wir freuen uns auf alles das, was noch kommt. Zum Beispiel Astrid, die sich nicht umgezogen hat, wie ich sehe. Sie sieht immer noch genauso aus und sie hat jetzt das Hähnchen im Korb-Prinzip. Alle 4 Jungs stehen jetzt um den Tisch und da möchte ich dich hinbetten. Da Marek Ehrhardt bei TalkDot. Vielen Dank, dass du da warst. Astrid erwartet dich. Vielen Dank, Peter, dir auch. Vielen Dankeschön. Dank. Wunderbar, jetzt habe ich sie alle 4 bei mir. Ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und Peter muss auch nicht dabei sein. Genau, Rolle braucht noch ein Getränk, ansonsten sind wir alle gemeinsam. Und uns ist nämlich aufgefallen, dass es diesmal einen roten Faden gibt, der sich durch euch alle 4 durchzieht. Und zwar seid ihr alles Männer und ich finde das super. Danke, Marek. Aber ansonsten schreibt ihr alle. Also von Marek und Marc haben wir es natürlich ausgiebig gehört. Kalle hat auch schon ein Drehbuch geschrieben und schreibt seine Blogs. Rollo schreibt Kolumnen und wird auch hoffentlich bald mal ein Buch veröffentlichen. Meine Frage ist jetzt, wie eure Autobiografie heißen würde. Und damit ihr jetzt 2 Sekunden überlegen könnt, sage ich euch, wie meine heißen wird. Die wird nämlich heißen, von der Rolle ein Leben im Ansprechmodus. Und jetzt wüsste ich gerne eigentlich von dir, Marek, wie deine Autobiografie heißen wird. Marek Ehrhardt, ein Leben im Off. Das ist wunderschön. Marc? Marc Stark, ein Leben. Das ist auch traumhaft. Also hier werden Titel gemacht. Rollo, wie heißt deine Autobiografie? Ich glaube, hallo, hallo. Weil das ist mein Hashtag per Twitter. Und den hat keiner, außer dass mir irgendwie eine Band mal den geklaut hat. Aber Apple hat das zum Beispiel auch geklaut. Bei der Einführung von iPhone 6 haben sie geschrieben, hallo, hallo. Die klauen bei dir, Apple, sind die bekloppt? Da war die Gemeinde gleich empört. Also Hashtag hallo, hallo, dann weiß jeder, wer das ist. Das finde ich traumhaft. Kalle Schwensen, wie wird deine Autobiografie heißen? Geboren und nicht gestorben. Das ist super. Dazu muss man sagen, dass du ja... Hier stehen 5 Autoren von fantastischen zukünftigen Autobiografien. Du hast ja auch gesagt, Sterben sei nur was für Loser, richtig? Ne? Das zitiere ich dich richtig. Jetzt wüsste ich gerne noch, wann ihr schreibt. Zu welcher Uhrzeit und wo schreibst du denn, Marek? Na, für mich ist viel wichtiger, ich möchte eigentlich Marc bitten, ob wir nicht beide mal zusammen, wenn du Lust hast, mal mit dem Bahnticket, mit dem Wochenendticket mal zusammen eine Bahnreise machen. Weil ich glaube, wir beide könnten also einen Zweiteiler schreiben. Ich würde dich gerne einladen, lass uns mal im Kontakt bleiben, vielleicht wird das irgendwann mal was. Wann ich schreibe? Ich schreibe... Darf ich mit? Ich bin auch Bahngeschädigte. Gegenfrage, hast du Strapse an? Nein. Also, siehst du? Kalle, ne? Ja, ich habe das von Kalle gelernt. Wir sind ja auch ein Jahrgang. Aber ich schreibe eigentlich zu keiner bestimmten Tages- und Nachtzeit. Ich muss dazu Bock haben. Also und zwar im Endeffekt muss ich am meisten unter Druck geraten. Eigentlich muss mich der Verlag anrufen und sagen, wann kriegen wir die nächsten 30 Seiten? Ich habe noch nichts geschrieben, dann fange ich an und dann sind die nächsten 30 Seiten gefühlt in einer Stunde da. Das erinnert mich an Rollo, das hast du uns auch erzählt. Wenn es unbedingt sein muss, schreibst du 3000 Zeilen in einer Dreiviertelstunde, ist das richtig? Aber zu welcher Uhrzeit? Das egal, aber die unter anderem auch gleich nach dem Spiel bei der Europameisterschaft war, glaube ich, zu Ende, 22 Uhr
35, 40. Und dann habe ich exakt für diese 3000 Zeichen, ohne irgendwas vorgeschrieben zu haben, habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht. Dann war das fertig. Ich kann sowieso eigentlich nur Druck und sofort und nicht vorschreiben und irgendwie was überlegen oder so. Ich habe das alles im Kopf. Ne? Aber raushauen. Die Idee mit den Strapsen finde ich gut und das könnte man... Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Aber Strapse, das müsste so verbunden werden zwischen uns, weißt du? Strapse... Also ich trage keine Strapse. Nein, du nicht. Du nicht. Du trägst keine Strapse. Kalle will nicht lebt weiter. Und der Zug hält irgendwann doch mal in Wolfsburg. Das wäre dann was wieder für dich. Oder nachdem, in Freiburg. Oder in Freiburg. Mhm. Dann fährt er ja mal durch. So. Also insofern, ja. Ja. Und du schreibst nicht morgens um 5, sondern wahrscheinlich auch zu jeder Tageszeit? Ich schreibe zu jeder Tageszeit ungefähr so bis 2 zum Beispiel. Aber Kalle, dich habe ich schon mal dann später auf Facebook gesehen, du hast schon mal um 5 Uhr morgens geschrieben. Schreibst du nur nachts? Ne, das ist unterschiedlich, aber viel, weil ich gehe nie vor 5 Uhr schlafen. Aber ich bin auch schon um 8:30 auf. Und weil ich bin der Meinung, also 3,5 Stunden Schlaf, das genügt. Da kommt man auch wirklich mit klar. Also es ist wissenschaftlich sogar erwiesen, dass man normalerweise, wenn man das im Turn macht, alle 6 Stunden, 30 Minuten, das funktioniert wirklich, das ohne Scherz. Aber mich würde der Gedanke, 8 Stunden zu schlafen, ja, pro Tag, das macht mich wahnsinnig. Das bedeutet ja, du hast im Monat 10 Tage, bist du weg, im Jahr 4 Monate, ja, wofür soll man da leben? Absolut richtig, selbst wenn man nie sterben wird wie du, weil das was für Loser ist, wo soll das enden? Also deswegen, sterben ist sowieso out, das ist nur was für Loser und schreiben, Lust und Laune, meistens so nebenbei, wenn ich Fernsehen gucke oder so. So, spitzenmäßig. Ich möchte trotzdem mit Bahn fahren, ich überlebe mir das mit den Strapsen. Wir müssen bei dir noch eine Tour machen, alle Mann, durch den Club des Saat, unbedingt, sagt Kalle. Und ihr erlebt jetzt gleich noch, ich werde zur Bühne gehen, ein grandioses Spektakel. Ich lasse die Schulklasse hier mal alleine und bewege mich auf die Bühne zu, denn da steht Peter schon mit unserem Abschlussgast. Dort ist er. Ja, Bubi Elektrik ist bei mir auf der Bühne und wie er selber von sich sagt, auf der Homepage, ein Zwitterwesen aus einem Schweinebraten und einer bionischen Killermaschine. Bubi, ich stehe neben dir, die Pelle stinkt ja gar nicht. Wie oft wird die denn gewaschen? Gar nicht, ich sehe so aus. Aha, das heißt, du duschst dann ganz Körper mit Gel und einem Schnickschnack? Ich dusche nicht. Sehr schön. Dann bis... Du riechst. Riech mal. Toller Gast, genau. So, deine Musikrichtung heißt Elektro-Trash-Punk. Warst du irgendwann bei Scooter und hast gesagt, das mache ich auch? Warst du irgendwann besoffen und sagst, das mache ich auch? Oder war das beides gleichzeitig? Bei Scooter war ich nie. Ich war einige Zeit vor Scooter da. Das heißt also, im Endeffekt waren Scooter vielleicht bei mir. Und besoffen war ich, ja, selbstverständlich. Ich glaube, Astrid, wir können jetzt... Es nicht mehr erwarten, denn jetzt kommt Bubi Elektrik mit dem Welthit Herz aus Scheiße. Und Peter und ich werden uns noch mal kurz vorher verabschieden. Es war wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiße steht. Ein
Herz aus Scheiße. Herz aus Scheiße. Thank you.